Panizovice Süd. Irgendwie so. In einem Sumpfgebiet. Oh shit. Das sind die da oben. Was passiert, wenn ich die abschieße? Stirb doch! Also am besten nehme ich jetzt hier bringt natürlich die eine Tarnung sicher was. Und das ist die Wassertarnung. Wassertarnung und was haben wir? Eine passende Bemalung dazu? Ja, Großbritannien oder Schnee. Sehr passend. Nehmen wir doch einfach die Waldbemalung und dann gucken wir mal weiter. Die sind aber viel zu wenig getan, das gefällt mir nicht. Das ist nicht genug. Das ist echt zu wenig. Gibt's nicht, was mich noch mehr tarnen würde? Das ist echt doof. Enno, ich bin unter Wasser. Unter Wasser sollte es schwerer sein, mich zu erkennen. Darum schwimme ich jetzt mal weiter so entlang. Scheiße. Da unten ist ja direkt einer. Kann ich den wohl irgendwie ablenken? Hat's mir was gebracht? Nee, an dem komme ich irgendwie nicht vorbei. Irgendwie kann ich das vergessen. An dem komme ich nicht einfach so vorbei. Der bewegt sich auch nicht irgendwie. Soll ich mit der AK schießen oder was? Ich sehe nix. Ah! Stirb! Geht doch. So. Ist ja nicht gleich so. Oh, eine Düppelgranate. Für was brauche ich hier Düppelgranaten, bitte? Aber trotzdem interessant. Hier kriechen los. Ja, genau, schlag doch ins Wasser. Ah, hier, so. Dann gehen wir noch schnell hier entlang. Panizovice West. Wir besitzen ja auch ein Scharfschützengewehr, hä? Das werden wir auch gleich benutzen. Tarnung? Nein. Doch, Rucksack, ich war richtig. Hab wieder falsch überlegt. Wo ist es denn? Haben wir doch noch. Ich dachte, wir hätten noch ein SVD. Wieso haben wir das nicht? Das ist jetzt echt blöd, dass wir das Ding nicht... Oder kann ich das mir erst holen? Hier. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also eins ist klar, der stirbt mir jetzt dort. Come in, HQ. This is HQ. Control here. Komm schon, stirb jetzt. Acknowledged. Keep your eyes open.
Das Gute ist, sie sehen mich nicht gut. Ach was. So. Das war's. Komisch, dass nicht die Typen gekommen sind mit den fliegenden Dinger. Das ist echt strange. So, und jetzt hier auftauchen. Ab ans Pier. Denn wahrscheinlich kann ich es mir hier holen, das Scharfschützengewehr. Eine Blendgranate, praktisch. Boah, Willy Pete. Hier ist sonst irgendwelche Munition. Da ist rein gar nichts. Da am Boden ist wahrscheinlich... Ah, da ist auch noch was. Das werde ich mir danach holen. Am besten schaut man auch mit dem Infrarotsichtgerät nach. Da findet man auch immer wieder Sachen. Wie zum Beispiel, dass da unten aber etwas war. Ich glaube, ich bin noch nie... Nee, ich bin noch nie hier unten gekrochen. Schon wieder eine Düppelgranate. For what? Für was braucht man die hier? Ich wüsste nicht für was. Autsch. Autsch. Was hat mich jetzt... Ah. Heilmittel. Vergiftung. Serum. So, nicht mehr vergiftet. Und was war das bitte? Ups. Was? Was war das? Eine Spinne. Ja, das war eine Spinne. Oh mein Gott. Drecksspinne. Ah, ein Schalldämpfer, gut. Das ist echt klasse. Jawoll, wir haben das Scharfschützengewehr, das ich gesucht habe. Denn es gibt einen kleinen Trick. Und den will ich euch verraten. Und zwar, ihr habt ja, wenn ihr das Let's Play verfolgt habt oder falls ihr Metal Gear Solid kennt, gibt's, da gibt's ja den Typen, der heißt The End. Das ist der alte Sack. Nun werden wir zuerst aber zu... Ja, wir werden zuerst das Spiel speichern, denn ich will eigentlich den Kampf gegen ihn haben. Aber es gibt einen kleinen Trick oder ein kleiner Easter Egg, könnte man auch sagen, wo man ihn ja sehr schnell besiegen kann, ohne ihn wirklich anzutreffen dann im Spiel. Und darum werde ich das jetzt auch tun. Aber zuerst läuft hier, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht, läuft hier erst eine Szene ab. Genau. Zuerst kommt eine Szene. Oh. Sokolov. Volgen. Und die komische KGB-Frau. Get your hands off me. I'm not going anywhere. Really now? How many times must I tell you? Tanya! Each time you resist, your lover will suffer the consequences. Is that clear? Volgen. Damn you! Alter, voll der Verdiss. Hold it right there, traitor. Nee.
Oh-oh. Let's find out just how lucky you are. Watch closely. Oh-oh. Eine Kugel. Und drei Revolver. One of these three guns has a single bullet in it. I'm going to pull the trigger 6 times in a row. Are you ready? Whoa. Alter. Huh. Looks like your luck hasn't run out yet. Whoa. There's no such thing as luck on the battlefield. Und wieder zurück. So cool. You'd better stay in line from now on. The Cobras will take care of him. Alles auseinander. Has the CIA dog been disposed of yet? The pain is dead. What? Alter. He may be a child, but he's definitely one of yours. Die Wand voll zerstört. I fear Khrushchev may have a hand in this. We have no time to lose. You must eliminate him before the final test. Don't worry. They'll be able to handle it. The end. I'm leaving him to you, the fear. Whoa. Der Psycho. The old man is always sleeping. Is he all right? The end is saving what life he has left in him for battle. Normally, he's dead. But he'll wake up when the time is right. Der Blitz. And when he Ein does, Zeichen. It will be the end for the boy. Yeah. Sokolov isn't worth your love. You can entertain me until the rain stops. Mm-hmm. Kuwabara, Kuwabara. Ich frag mich, was das heißt. Sorrow, is that you? Und der ist friedlich am Weiterpennen. Und nun, zuerst, als allererstes, speichern wir das Spiel natürlich. So.
Nun muss ich mich beeilen, hier Spiel speichern. Ja, I'm saving the game. Hier gleich über das letzte. Komm, mach mal hin. Schneller, schneller. Komm. Ich will Unreal Tournament spielen. Alter, was geht ab? Jetzt hat's gleich ein bisschen Probleme. Hallo? What the fuck? Was geht jetzt ab? Metal Gear Solid am Blinken? Festplatte. Wow. Hallo? Nicht, dass es irgendwie meine Festplatte jetzt. Das ist jetzt echt scheiße. Ach komm schon. Tu mir das nicht an. Scheiße. Ja, dann sieht's wohl danach aus. Jetzt müsste ich, hier. Was? Scheiße. Ich muss die Aufnahme abbrechen. Mist. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, mein Deutsch wieder. Und ja, ich danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.